Heute ist gutes Wetter, also wird heute Geburtstag nachgefeiert. Ich bin 32 Jahre alt geworden, aber geistig bin ich immer nur halb so alt. Und du bist wie alt geworden? 29 Tage plus. Mann, 37. Ja, ich weiß. Der erste Gast ist da. Der Hallo. Bo. Hallo, ich bin der Bo. Herzlich willkommen. Ihr müsst ihn unbedingt alle folgen, weil du bist ganz viele Stunden hergefahren. Wie viele Stunden hast du gebraucht? Ich habe 11 Stunden gebraucht, hierher zu fahren. Das war sehr anstrengende Zugfahrt gewesen. Der wird Fleisch gebraucht. Guck mal, wie heiß das ist. Das dampft schon. Der Grill ist an. Das wird nur eine kleine Runde sein, aber morgen kommen noch mehr Gäste. Morgen kommen noch mehr Gäste. Der Bo hat Lamm drauf gemacht. Lammfleisch ist geil. Ich hatte das zwar, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gegessen habe, aber ich glaube schon. Lammfleisch ist geil. Und das hier, das ist Kukuruku-Fleisch. Kukuruku. Also hier vorne ist der erste Kasten Bier. Ich werde 2 Stück spendieren. Den zweiten werde ich morgen kaufen. Ja, schaut euch an. Die Frau muss wieder hier am Herd stehen, ne? Die Frau muss am Herd stehen. Ist klar, die Frau steht am Herd. Achso, weißt du, warum diese Kamera, mit der ich jetzt gerade filme, nicht wasserdicht ist? Warum denn nicht? Weil das keine Actioncam ist. Okay. Dann darf ich dich also nicht mit Wasser bespritzen mit der Kamera. Schade, aber auch, ich hatte schon so Neckereien im Kopf. So, die erste Portion Essen ist fertig. Das ist Lamm. Und das schmeckt perfekt. Das hast du hervorragend gebraten. Gegrillt. Nee, gebraten. Gegrillt. Das da vorne, was Feuer fängt, ist ein Backofen. Also wenn ich dieses Fleisch hier gebraten hätte, gegrillt, dann wäre das überfertig. Du meinst, es wäre schwarz. Auf jeden Fall. Zu 100%. Schwarz wie mein Hase. Das ist ein Skill von mir. Ja. Eindeutig. Das ist ein richtiger Skill. Das habe ich letztes Jahr ein paar Mal hingeschafft. Das schaffst du fast eigentlich immer. Egal, ob du mit Gas, ob du mit Feuer, ob du mit Kohle, whatever. Du schaffst es immer, dass irgendwas schwarz wird. Das ist hier vorne ein Fussel am Haar. Meine Finger sind... Ich habe zu große Wurstfinger, um das wegzumachen. Hier vorne steht mein Wagen. Hier vorne. Hier pennt der Bo. Er hat seinen Schlafplatz hier eingerichtet mit meiner Lieblings-Tarp-Aufbau-Variante. Das hat er aus seinem eigenen Kopf gebaut. Und das hier penne ich drin. Das habe ich auch aus meinem eigenen Kopf erdacht, diese Tarp-Aufbau-Variante. Ja, genau. So pennen wir. Und Madame schläft im Haus. Guck mal hier. Hier vorne. Das ist Herpes. Ich habe Herpes bekommen, das ist Stress-Herpes. Ich habe... vor ein paar Tagen einen stressigen Tag gehabt. Deswegen ist das entstanden. Das ist voll scheiße. Ich habe das mit Pflaster bedeckt, damit das weniger scheiße aussieht. Aber mit Pflaster sieht auch scheiße aus. Das habe ich extra drauf gemacht, damit das auch scheiße aussieht. Ich werde jetzt ein Bier trinken. Das war richtig geil gewesen, wie das geschäumt hat. Es muss noch mehr Schaum kommen. Es muss schäumen. Wie so ein Kalb, was gerade seine Brust bekommt. Wir haben ja vorhin Lamm gegessen. Ja. Und das war richtig geil, das war richtig schmackhaft. Also das war richtig göttlich, das kannst du auch bestätigen, ne? Ja. Und vor allem dieses Lamm, die sehen so süß aus, die so klein und so. Ja. Genau, deswegen haben die so richtig lecker geschmeckt. Die waren richtig geil. Es müssen wir noch mehr Lamm geben. Unbedingt. Geprost. Auf noch mehr Lamm. Das wäre ja schlimm, wenn das Lamm so süß aussehen würde und scheiße schmecken würde. Ich bin ein Wildhund und esse Gnu-Anus. Wie kam jemand zum ersten Mal auf die Idee, eine Kuh zu melken? Indem man seine Hand benutzt hat und dann diese Euter dann so gemacht hat und dann mit dem Mund an diese Euter da dran gesaugt hat. Und dann ist das dann Milch rausgespritzt und dann ist das dann in die Mund reingespritzt, genau. Und dann
Ja, genau. So ist das passiert, dass... Wie war doch mal die Frage? So, wir schlafen jetzt unterm Tarp, also ich und der Bo. Und jetzt schlafen wir hier unterm Tarp. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Ich bin wach. Und guck mal hier. Wir werden hier von Regen belästigt. Hier regnet das die ganze Zeit. Und dieser Regen, der klatscht die ganze Zeit gegen das Tarp. Das macht diese Geräusche. Das hat mich gerade wach gemacht, diese Geräusche. Diese Regengeräusche. Dieser Regen ist scheiße, der muss weg. Der Regen wird immer stärker. Der ist voll scheiße. Das macht das Tarp nass. Und das Tarp von der Bo macht das auch nass. Selbst das Haus macht es nass. Das ist voll das Scheißwetter. Das ist Scheißregen. Der macht hier richtig, der macht hier alles nass. Das ist voll scheiße. Der Regen muss weg. Ich möchte Bier holen. Und nicht, also ich möchte trocken Bier holen und nicht irgendwie nass sein. Deswegen muss ich hier warten im Tarp, wo der Tarp auch noch nass gemacht wird. Das ist voll scheiße. Das mag ich nicht. Es regnet hier schon die ganze Stunde. Ich will die ganze Zeit Bier holen gehen, aber der Regen lässt mich nicht. Das ist voll scheiße. Der ist voll nass. Und ich bin hier wasserscheu. Ich habe keine Lust, nass zu sein, weil ich bin ein Weichei. Genau, so heißt das. Ich bin ein wortwörtlicher Weichei. Guckt euch an, wie das hier vorne alles regnet. Das macht das alles hier nass. Das ist voll scheiße. Es regnet immer noch und scheiße, ich muss langsam pinkeln. Das heißt, ich bin gezwungen, jetzt rauszugehen in den Regen. Der Weichei muss durch den harten Regen durch. Das wird scheiße sein. Ich mag das nicht. Ich bin viel zu zuckerhaft dafür. Ich brauche Puder. Ich muss eingepudert werden unbedingt. Das ist voll scheiße. Der Regen muss weg. Warum habe ich Harndrang? Das ist scheiße. Harndrang steht für meinen Namen. So, ich habe gerade Urin gemacht. Im Namen des Harndrangs. Und jetzt habe ich mich ganz flüchtig unterm Regenschirm versteckt. Also unter diesen hier. Der ist voll fett. Und jetzt hat es natürlich aufgehört zu regnen. Und ich habe zwischendurch ein Bierchen geholt. Geprost. Und ich bin jetzt ein richtiger Hartei geworden, weil ich habe was richtig Männliches gemacht. Ich bin da durch den Regen durchgelaufen und habe, um Urin zu machen, genau. Ich bin jetzt richtig männlich geworden. Ich habe jetzt richtig Testosteron erzeugt. Auf natürlichen Wege. Weil ich was Männliches gemacht habe. Der Bo ist auch schon wach. Geprost. Geprost. Ich bin heute zum Mann geworden. Guckt euch mal an, wie beschissen das hier vorne regnet. Das ist voll scheiße. Aber dieser Regenschirm, der schützt uns. Das heißt, wir müssen nicht einen auf Mann tun, weil der Regenschirm, der schützt uns. Wir müssen uns nicht selbst schützen. Der Sack muss weich werden. Ich muss unbedingt wieder ein Weichei werden, unbedingt. Das ist wichtig. Genau nur deswegen sind wir unter dem Regenschirm. Wir wollen alle, dass ich ein Weichei werde. Guck mal, es regnet schon wieder. Das ist voll scheiße. Es regnet wieder stark. Das ist, naja, nicht zu 100% stark Regen, aber stärker wie eben gerade. Das ist voll das Scheißwetter. Dieser Regen muss weg. Ich bin ein Weichei, weil ich bin jetzt gerade nicht draußen, sondern hier im Haus. Der Bo ist gestolpert. Beim Fenster aufmachen. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Danke. Hau richtig rein. Lutsch es weg. Boah, ist das hässlich. Boah. Guck mal. Er spritzt rum. Boah, ist das hässlich. Das ist ein richtig beschissenes Scheißwetter hier gerade. Ekelhaft! Das spritzt hier alles hier voll! Das ist männliches Wetter! Das spritzt hier richtig männlich rum! Das ist richtig geil! Das muss weg! Das hat sogar mein... Ach du Scheiße! Das... Ja, ja, genau, das spritzt hier richtig rum. Voll geil. Es muss doch mehr davon kommen.
Das hat sogar meine Linse hier voll gespritzt. Voll geil. Richtig geil. Diese Kamera ist unwasserdicht. Jawohl. So, wir sind ins Haus geflüchtet. Aber nur aus diesem Grund, weil ich bin ein Weichei für dieses Wetter. Ich bin zu weich dafür. Nein, weil es so doll gestürmt hat. Nein, ich bin zu weich dafür. Deswegen sind wir hier reingegangen. Wegen diesem Scheißwetter. Es hat alles aus dem Boden gerissen. Genau, und ich habe Angst davor gehabt. Deswegen sind wir hier reingegangen. Die waren gierig. Du bist aber eine ganz schlimme Serienmörderin. Nein, niemals. Da auch nicht. Also, ich weiß gar nicht, was du meinst. Diese Viecher hier vorne, die werden auf jeden Fall so richtig stark und fett. Die werden einen gegen die Stirn fliegen, wenn man jetzt zum Beispiel Fahrrad oder so fährt. Oder Motorrad ohne Helm. Genau, die werden auf jeden Fall einen gegen die Stirn fliegen. Die haben es auf jeden Fall richtig drauf. Die werden auf jeden Fall richtig stark und fett werden. Ja, das war's dann wohl mit meinem Teppich, würde ich sagen. Sind die Hummeln drinne? Die haben es richtig drauf. Die Dicke da oben ist bestimmt die Königin. Die werden alle stark und fett werden. So, ihr Liebsten, da ich ja liebevollen Helferbesuch habe und wir die Regenpause ja überbrücken mussten, habe ich die Jungs jetzt dazu aktiviert, mir mal im Haushalt hier zu helfen. Und jetzt stellen sie mir meine Couch um. Top, die Wette gilt. Ja, Jungs. Ich glaube, das sieht fast gut aus, was ihr da gemacht habt. Es war so anstrengend gewesen, dass ich jetzt 3 Wochen Urlaub brauche. Das war richtig heftig gewesen. Richtig heftig? Mhm. Ich grüße Kyle Johnson. Ich grüße Niki Smalls. Ich grüße Jesus Fitztus. Und ich grüße Olli und Moni. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3, Bierpower 4, Bierpower 5. Vielen Dank für den kräftigen Support. Ich freue mich, dass du angekommen bist. Here we go again. Das ist voll geil, dass du da bist. Wir werden heute Bier trinken und sowas. Ja, ist doch klar. Du hast voll den coolen Gesicht. Es muss unbedingt noch viel mehr verbrannt werden. Nee, schwarz muss nicht sein. Doch, für den Vlog. Das muss unbedingt schwarz werden. Nein. Das ist ganz wichtig. Das muss richtig schwarz werden. Es muss richtig verrostet werden. Mm-mm. So, Grillflasche fertig. Mit Würstchen. Und Baguette. Hier vorne ist noch ein bisschen schwarz dran. Aber trotzdem ist dieses Baguette voll geil. Das kann ich jedem empfehlen. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Das ist Lagerfeuer, wie das heißt. Meine Hose ist fast am Verglühen, weil die schwarz ist. Guten Morgen. Letzter Tag beginnt. Wir haben wieder draußen geschlafen. Der Tag beginnt. Guten Morgen. Wie habt ihr geschlafen? Ja, gut. Sehr gut. Gut. Das ist cool. Ich bin eingeschlafen, währenddessen ich aufs Feuer aufgepasst habe. Ja, ich muss das löschen, sonst wären wir alle abgebrannt. Schnarcht einfach weiter, das gibt's nicht. Du kannst einen Bären einfacher aus dem Winterschlaf bringen als Naturin, also das ist klar. Das ist unglaublich, wie tief und fest der schläft. Ich kenne niemanden, der so tief und fest schlafen kann wie Naturin. Das ist immer wieder faszinierend. Wie der ganze Staub hier
von der Asche gegen den geflogen ist und er es nicht gemerkt hat. Und ich ihn mit dieser Leuchte hier anleuchte und er es auch nicht merkt und weiter schläft. Ich glaube, man muss ihm einfach sein Bier wegnehmen. Dann wird er wach. Nee, dann wird er auch nicht wach. Alter, ich glaube, ich musste dir einfach ihr die ganze Nacht zusitzen lassen. Ja, ich glaube, das ist, denke ich, normal bei mir. Ich bin eingeschlafen. So, ich bin jetzt schon wieder zu Hause angekommen und vor mir liegt ein Zuschauerpaket rum. Das sieht aus wie ein Geburtstagsgeschenk. Ich werde den jetzt öffnen. Service Arturin, heute erreicht dich feinster Geburtstagsranz aus dem Herzen der Kurpfalz. Weiterhin viel Erfolg, Borreliose und FMSE. E außer D. E außer D, viele Grüße und vielen besten Dank für das Paket. Ich werde es jetzt auspacken. Hier sind Süßigkeiten drin. Mit herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen besten Dank dafür. Hier ist ein Stück Papier. Hier ist eine Capri-Sonne Multivitamin. Aber dieses Mal ohne Pappstrohhalm. Ich mag diese Pappstrohhalme nicht. Die sind voll scheiße. Ich will dieses Plastikstrohhalm wieder zurückhaben. Hier ist noch eine Capri-Sonne. Bloß in Kirsche und Granatapfel. Und hier eine andere Sorte. Und hier vorne ist auch eine andere Sorte. Genau. Capri-Sonne, die schmecken so fruchtig und sowas. Die sind voll cool. Die kann man immer trinken. Hier sind Kaffeepads. Kaffeepads kann ich immer wieder ganz gut gebrauchen. Zum Koffein herstellen, wenn ich draußen schlafe. Hier ist noch ein Kaffeepads. Und hier sind noch mehr Kaffeepads. Extra zum Koffeinsaufen in der Natur. Weil draußen Koffein zu saufen ist immer voll geil. Hier ist eine EPA. Das ist sehr gut. Normalerweise, wenn ich eine Tour mache, mache ich meistens Nudeln mit irgendeinem Fleisch. Aber es gibt immer wieder Tage, wo ich irgendwie zu faul bin, jetzt extra Fleisch zu braten. Und deswegen sind diese EPA-Dosen richtig gut. Genau, die kann man einfach erwärmen und essen. Deswegen vielen besten Dank dafür. Hier ist noch eine EPA-Dose. Hier auch. Noch eins. Und noch eins. Vor ein paar Wochen haben mein Bruder und ich auch so eine Cevapcici-EPA-Dose probiert. Und als Fertiggericht war das erstaunlich gut gewesen. Und ich bin auf jeden Fall bin ich sehr gespannt drauf, wie diese EPA-Dose hier schmecken wird. Vielen besten Dank. Oh, und fast habe ich etwas Wichtiges weggeschmissen. Und zwar, hier war noch ein 50er drin. Vielen besten Dank dafür. E aus HD, vielen besten Dank erneut für den großzügigen Support. Ich werde auf dich jetzt 5 Bierpowers machen gehen. Aber bevor ich gleich rausgehe und die Bierpowers durchführe, habe ich hier vorne noch ein Zuschauerpaket von Fugé. Ich werde den jetzt auch öffnen. Happy Birthday. Wünschen dir aus dem schönen Heidelberg Fugé und Lana. PS, der Schlüssel soll weitere Wildurinierkosten vermeiden. Das Messer wurde von mir veredelt. Vielen Dank für die Glückwünsche. Das ist so ein Schlüssel, dass man diese Türen öffnen kann von der Bahn. Geil. Vielen Dank für den Schlüssel. Ja, genau, hier. Ich habe zwar bis heute immer noch keine Post bekommen, aber das war mehr als ärgerlich gewesen, dass ich gleich 2 Anzeigen kassiert bekommen habe, wegen extremster Notdurf, die ich nicht mehr aushalten konnte. Nur weil die einzige Zugtoilette kaputt war. Das war voll scheiße gewesen. Da habe ich dann aus dem Zug gepinkelt, notdürftig, weil ich habe keine andere Lösung gesehen. Ich hoffe, es kommt nicht zu viel Strafe. Da steht Natururin drauf. Jetzt habe ich ein drittes Messer, wo Natururin draufsteht. Und hier steht Fugé drauf. Ach so, ich glaube, das muss man drehen, genau. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Ich habe es erstmal nicht aufbekommen. Ja, genau. Hier so ein Sicherheitsdreher-Dings. Und da fühlt es auch schön scharf an. Ein Natururin Opinel-Messer. Fugé, ich bedanke mich für das Messer und den Schlüssel. Jetzt werde ich rausgehen und die Bierpause durchführen. Geprost! Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3, Bierpower 4, Bierpower 5.
Hier geht es zum Geburtstagsvlog vom letzten Jahr. Ich finde, dass der hier noch besser gelungen ist. Und schaut auch bei den anderen Kanälen rein. Ich habe die unten verlinkt in der Beschreibung.